So Leute, willkommen bei Gothic 2 Nacht des Raben Teil 3. Ich freue mich echt, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten kann. Und würde sagen, wir starten direkt, bevor ich groß anfange hier zu quatschen. Bin ich jemand, der hier... Ah, cool, One-Hit. Bin ich jemand, der hier viel im Voraus quatscht. Deswegen schauen wir einfach mal, wie weit wir in der Folge jetzt kommen. Falls ich ein bisschen heiser klinge, Entschuldigung, war im Urlaub, hab mir eine Mini-Erkältung eingefangen, aber das geht alles wieder. So. Hab übrigens probiert, dieses Grafikproblem, dass man die Lebensanzeige nicht richtig gesehen hat und so weiter, ein bisschen in den Griff zu bekommen. Falls es zumindest jetzt nicht funktioniert, dann werde ich hier noch weiter basteln müssen. Aber ich habe im Test ging es auf jeden Fall. Falls jetzt wieder nicht, dann Grafikprogramme hassen mich. Also dann schauen wir einfach mal. So, ein Typ. Hallöle. Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Schön, dass sie mir wehgetan hätten, wäre ich vor 3 Wochen gekommen. Ich glaube, ich hätte mich schon gewehrt. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Geil, Wein, ich kann mich besaufen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber besoffen lässt sich's besser kämpfen. Dann sind wenigstens die Leute netter zu mir, glaub ich. Na egal. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Naja, so viel besser seht ihr jetzt auch nicht aus. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Mach ich. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Ganz ehrlich, was ist denn das für eine Welt, wo du ständig verdroschen wirst? Du musst immer Angst haben, dass irgendjemand auf dich eindrischt. Das ist ja echt, echt nett. Mal hoffentlich, dass es in der Stadt... Mal hoffentlich... Schön gedeutscht. Mal hoffentlich, dass... Hoffen wir mal so, dass es in der Stadt besser wird. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ach, wirklich? Mein Drecksviech. Du Sack! Ich wollte ihn töten. Egal. Hier sind ein paar von diesen viel zu netten. Oh, nicht 3. Okay, ich halte mehr aus, als ich dachte. Die Blutfliegen sind eigentlich recht hässlich als Gegner. Aber ich glaube, es geht. So, komm her, Baby. Ich mache dich kaputt. Die spare ich mir für nachher auf, weil nachher werde ich schauen, ob ich nicht denn auch irgendwie mal das Fell abziehen kann oder das zumindest mal lernen kann. Habe ich zumindest schon mal einen Vorteil. So, baggen wir uns durch die Pflanzenwelt. Hi, ich glaube, du verdrischst gerne Leute. Wenn du magst, bin ich der Nächste. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge! Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du?
Da ich keine Dresche beziehen möchte, sage ich jetzt einfach mal für die Bauern. Für die Bauern. Ona, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns doch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Alles klar, ich weiß gar nicht, ob es gesund ist, sich da einzumischen. Hab ich jetzt auch gerade keinen Bock, ich möchte eigentlich nur in die Stadt, es wird schon dunkel. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt doch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Alter, so abgefuckt sehe ich jetzt auch nicht aus. Rüben, na klasse. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ist ja gut. Ich spring mal hier schnell über den Zaun. Und dann hole ich mir diese schönen Rüben. Hey, ich hoffe, es gibt noch irgendwo in dieser Welt Leute, die mal nett mit mir reden. Nachdem ich mir jetzt hier erstmal dieses Bauerngefasel anhören muss von Leuten, die wahrscheinlich zu dumm sind, die Feldrüben selber zu ernten. Da ist es gleich netter zu mir. So Rüben ernten wäre nicht meins. Ich glaube, hier hinter war noch eine Heilpflanze. Ah ja, da war doch noch ein bisschen was. Hab zwar schon eine Weile nicht mehr Gothic gespielt, aber die paar Orte bleiben mir noch so ein bisschen im Hintergrund. Beziehungsweise im Hinterkopf. Hey, du! Hey, du! Ja, so gehört er endlich auch begrüßt. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ja, mit 5 Gold kann ich auch nichts anfangen. Aber ein besserer Preis für die Klamotten wäre schon sinnvoll. Ich versuche mal mit der Kleidung reinzukommen. Ich habe zwar noch die Heilpflanzen, aber doppelt hält besser. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Das ist aber nett. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Okay. Hallo, ich stiefel immer gerne in fremde Häuser. Die freuen sich immer sicher, wenn sie Besuch kriegen. Hey, du. Hey, du. Ich finde das immer noch krass. Ganz ehrlich, würdet ihr auf der Straße irgendjemanden begrüßen mit Hey, du? Das ist ja mal... Ich finde das geil. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hey, die hat einen Kopf wie bei Sims, ganz ehrlich. Im Sims Creator kriege ich auch so Birnen hin. Das sieht echt aus wie so richtig schlecht erstellt. So, ach, keine Ahnung. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Wieso? Ich hab doch schon Wein.
es wird dunkel. Ich meine, bei der Übertragung sieht man schon tagsüber nichts und nachts kannst du es, glaube ich, ganz vergessen. Aber der Mond ist geil hier. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Ach. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Also ganz ehrlich, ich habe zwei Sachen, brauche ich nicht. Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Naja. Willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Eigentlich hätte ich jetzt keinen Bock mehr einzukaufen, aber man braucht ja was. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, erstmal verkaufe ich ihm ein bisschen was von meinem Schlons. Das kann ich eh alles nicht anziehen. Brauche ich nicht. Grog und Rum. Sehr geil für Seemann. Botschaftsteckbrief, Feuerball, Feuerball, Licht. Ich bin kein so Magier. Hunden heile ich anders und Licht brauche ich auch nicht. Okay, jetzt habe ich schon 300 Gold. Das wär überhaupt nicht die 5 Gold wert gewesen, die ich von dem Lobart bekommen hätte. Das hätte sich niemals gelohnt. Ich muss weiter. Von mir aus. Aber ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich mal so dreist und schlafe in deren Bett. Ich glaube, es stört die wahrscheinlich nicht mal. Ich mag es immer nicht so im Dunkeln rumzulaufen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ach, ohne Kopfkissen. Wunderschön. Ha, das stört die wirklich nicht. Geil. Du traust dich noch zurück? Was hast du mit meinem Geld gemacht? Du Taugenichts. Es hat etwas länger gedauert. Hier hast du deine Pfanne. Schon her, das Ding, sowas Dreistes. Unglaublich. Boah, was geht denn mit der? Warte mal. Hast du was zu essen für mich? Tagediebe füttern wir hier nicht durch. Geh! Ich hab doch nur in deinem Bett geschlafen und du musstest im Stehen schlafen. Oder in der Küche. Ja, ist ja gut. Hast du geschlafen? Ich hatte die Pfanne die ganze Zeit dabei, die sollen nicht jammern. Da ist der eine noch, der mir auch noch eine Aufgabe gibt. Ich glaube, das war der hier. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Ich hoffe, es kommen erstmal noch keine Orks, da habe ich schon ein Problem mit. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Gut.
Gut, ich habe zwar jetzt was zum Saufen gekriegt, aber ich denke, einen kann ich abgeben. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Ich glaube, die haben alle zu viel geraucht hier. Es geht mit denen ab. So, die Frau hasst mich jetzt zwar, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich auch hassen, wenn ich wegen mir im Stehen schlafen müsste. So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu tun. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Ja, also ich habe ja genug Geld. Also. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Nein, ich bin nett, ich benehme mich, ich schlaf doch nur in fremden Betten, das ist doch kein Problem. Ich weiß gar nicht, wo das Problem für euch ist. Als ob hier noch irgendwas drin wäre. Boah, geil, Käse und Apfel. Ein frischer Apfel, knackig und saftig. Habe ich jetzt Bock drauf? Ich glaube, ich habe sogar einen. Nö, ich halte mich mal an das, was er sagt und ziehe mir die Kleidung hier mal an. Naja, so viel besser sehe ich jetzt auch nicht aus. So, soweit ich weiß, haben wir jetzt gleich ein paar Viecher. Ich neige immer so dazu, alles auf dem Weg an Gegnern so kaputt zu machen. Die kennt ihr hoffentlich noch aus Folge 1. Kann ich Entwarnung geben. Später haben wir mit denen fast gar nicht mehr zu tun. Die haben wir jetzt nur am Anfang, weil sie für einen Anfänger relativ stark sind, wenn man nicht gerüstet ist. Aber später hat man dann mit denen nichts mehr zu tun. Beziehungsweise nicht mehr viel. Eigentlich, sobald man sich wo angeschlossen hat, hat man eigentlich Ruhe vor den Viechern. Komm her, Baby. Was? Yay. So, hier haben wir so ein cooles Stonehenge. Ich aktiviere mal den Schalter. Es müsste, glaube ich, bei allen drei von diesen Stein-Dingern müsste jeweils ein Schalter sein. Das ist eigentlich für eine Quest später. Aber wenn ich schon mal hier bin. Die haben mit den Steinwächtern zu tun, die im Einspieler gezeigt wurden. Aber soweit ich weiß, passiert ja eben, es passiert hier noch nichts. Aber hier sind, hier müssten irgendwo noch Goblinbären versteckt sein. Irgendwo da. Ah. Super. Und da unten ist die Steintafel, die ich brauche. Die werden wir später lesen lernen. Ich glaube, die können wir jetzt noch nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. What he said? So, jetzt können wir, denke ich, mal in die Stadt. Also wir haben jetzt sowohl das Heilkraut, was wir bräuchten für die Stadt, als auch die Landarbeiterkleidung. Dann hüpfen wir mal durch die Weltgeschichte. Ah, oh, renn schneller. Die Welt ist so groß. Wir sehen hier schon die Stadtmauern. Da kann es ja echt nicht mehr weit sein. Ah, Pirat. Arr. Psst. Hey du.
Guck mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Schleimer. Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Von mir aus? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Habe ich recht? Ja, vielleicht. Wegen der Stadtwachen? Ja, schon eine Idee? Ach, Kräutersammler, als ob sie ihm das abnehmen. Bestechen, bestechen. Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Das ist aber nett. Eigentlich will ich ihm nicht die Bauernkleidung geben. Ich habe sonst wieder nichts zum Anziehen und sonst denken wieder alle, ich bin so ein zerrissenes... Bäh. Na gut. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Sehr nett. Irgendwie war das nicht wirklich eine Hilfe. Jetzt haben wir noch diese zwei Fliegen kaputt. So, ich will euch kaputt machen. Oh, okay. Cool. Ach Mann. Okay, hab nichts gesagt. So, da vorne seht ihr schon die relativ große Stadt eigentlich. Wir werden nachher in Teil 4 eine kleine Rundtour starten und mal schauen, was wir hier so sehen. Hier ist unser netter Freund Greg. Kann ich... Nein, ich kann nur schwul springen. So, mal schauen, dass wir reinkommen. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Ich hab Geld. Sogar 300 Goldstücke. Ich habe hier die Kräuter für Konstantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Hm. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Ich? Nein, es wollen nur alle mich verdreschen. Also ich bin der Letzte, der Ärger macht. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der verdroschen wird. So, willkommen in der großen Stadt. Wie schon erwähnt, in Teil 4 werde ich euch so ein bisschen eine Rundtour geben. Schauen wir mal, mit wem wir so reden können, was wir so lernen können, wo wir alles hinkommen. Ja, das war es auf jeden Fall mal von Teil 3 meines Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie schon gehabt, ein Abo wäre klasse, ein Like wäre klasse, alles, was ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.